So, sind wir denn schon live mit Fortnite Battle Royale? Wie weit kommt man als völliger Anfänger? Das möchte ich heute rausfinden. Ich spiele Fortnite Battle Royale zum allerersten Mal. Natürlich habe ich schon mal andere Spiele gespielt, wie PUBG und andere Shooter und Battle Royale Spiele, aber eben nicht Fortnite. Ich habe das Spiel nur mal kurz ein bisschen eingestellt. Oh, man hat noch gar keine Musik gehört. Dass, wenn ich raustappe, um die Sachen einzustellen. Ich muss ganz kurz noch einmal raustappen zum Chat, um den richtig zu machen. Aber ansonsten sollte jetzt alles passen. Also, ich habe eine Runde nur so reingespielt, um den Sound einzustellen und die Steuerung kurz anzupassen und so weiter. Aber ansonsten weiß ich noch nichts. Das könnte ganz interessant werden für alle Leute, die entweder schon Fortnite-Meister sind und nochmal sich zurückerinnern wollen, wie das wohl war, als man damals angefangen hat. Oder für andere, die es auch noch nicht gespielt haben. Und ja, vielleicht mal gucken wollen, wie das so ist. Das werden wir wohl rausfinden jetzt. Man kann hier eine Menge Sachen noch einstellen. Das mache ich aber alles später. Ich spiele einfach mal den Solo-Modus. Tja. Bei PUBG hatte ich ja auch dann relativ schnell schon mal Glück und sehr erfolgreiche Runden. Wie das mit Fortnite wird, werden wir dann sehen. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Das sieht natürlich so ein bisschen zugänglicher und einladender aus, weil es einfach diesen Comic-Stil hat. So ein bisschen wie vielleicht Team Fortress. Was ja nicht heißt, dass es nicht trotzdem anspruchsvoll ist. Aber. Mal feststellen. Eine der großen Sachen, weil es ja eigentlich aus einem anderen Spiel kommt, der Battle Royale Modus kommt ja eigentlich aus dem Fortnite Spiel tatsächlich. Da geht es tatsächlich um Bauen und so eine Verteidigung aufbauen und Überleben als Koop-Titel. Und das ist im Spiel ein bisschen erhalten geblieben, dass man so Sachen bauen kann. Ich habe vielleicht insgesamt zu Fortnite Battle Royale mal so 10, 5 oder 10 Minuten Video mal insgesamt gesehen. Also ich bin wirklich totaler Anfänger, totaler Neuling. Das kennt man auch schon aus PUBG. Der Bus ist hier so ein bisschen spaßiger gehalten. Der Partybus. Der fliegende. Tja, ist auf M die Map? Auf M ist die Map. Wo gehen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Die Map dreht sich oben nicht mit. Mit Leertaste kann ich raus. Da ich am Anfang nicht direkt irgendwo starten, wo schon 2 Millionen Leute sind. Und da sind wir. Okay, sowas kennt man schon. So ein bisschen in der Gegend rumfliegen. Und sowas hat man schon mal gemacht. Man sieht rechts aber diese Ressourcen in Holz, Steine und Stahl. Das sieht aus wie ein, ich sagen, wie ein Gefängnis. Vielleicht auch eher wie eine. Sch oh, doch, das ist ein Gefängnis, oder? Mit dem Basketballplatz. Solche Orte sind eigentlich immer ganz gut besucht. Das könnte natürlich jetzt gefährlich werden. Da sind auch schon Polizeiautos. Aber vielleicht sind da auch gute Waffen. Wie ducke ich mich? Ah, mit Steuerung. Ups. Mit Shift renne ich. Oh, eine Kiste. Was habe ich gefunden? Schlürfsaft. Was ist denn Schlürfsaft? Ich habe keine Ahnung, was Schlürfsaft ist. So ziele ich. Das ist ein bisschen verwirrend. Da würde ich mich ganz gern ducken. Also die Steuerung. Da muss man sich jetzt noch dran gewöhnen. Oh, eine Shotgun ist gut. Warum ist die denn auf der 4? Das ist nur dieser blöde Schlürfsaft, wenn ich die Waffen wechseln möchte und dann zu diesem Schlürfsaft komme. Das sind die Ressourcen, mit denen ich dann irgendwie Sachen bauen kann. Was habe ich jetzt noch für eine Waffe? Steht das irgendwo? Bisschen Angst, auch Waffen einfach auszuprobieren. Aber naja, irgendwie muss man ja anfangen. Man muss auch mal einfach ausprobieren und das dann feststellen, wie das so ist. Was ist denn dieses F? Wow, wow! Ah! Da sind Leute und ich wollte das mit dem Bauen ausprobieren. Wie geht das mit dem Bauen? Was war das jetzt? Waren da Leute? Ich habe keinen gesehen. Ist mich auf dem Dach. Nein!
Das war der Anfang. Ja, sehr witzig. Ja, sowas ist natürlich gefährlich eigentlich, so ein beliebter Start. Also ich merke schon, das wird was. Oh Mann. Oh Mann. Naja. Man muss das Waffenverhalten eigentlich mal ein bisschen kennenlernen. Es gibt da, glaube ich, eine Menge Waffen in Fortnite, auch ein bisschen abgespacedere. Schau, dass man hier nicht mal ein bisschen probieren. Es müsste so eine kleine Trainings-Area geben. Das wäre ganz gut. Dass er wenigstens anzeigt, wie viel Schaden ich gemacht habe, so als kleine. Weiß ich nicht. Motivation, dass er sieht, ja, den habe ich jetzt immer ein bisschen getroffen. Man sieht nicht, wie der Nahkampf sich genau auswirkt. Der Schlachtenbus startet. Der Battle Bus. Das ist der Partybus. Warum liegen hier schon Schusswaffen her, diese Säcke? Also, ich werde mich mal irgendwo anders hin verziehen, wo nicht so viel los ist und dann mal kurz. Was ich halt schon jetzt schon blöd finde, ist, dass rechte Maustaste, Baumaterial ändern, Baumaterial zurück. Das ist genau verkehrt. Das ist genau umgedreht sozusagen. Mausrad hoch, Mausrad runter. Kann ich jetzt gerade nicht ändern irgendwie. Weil die Taste Mausrad erkennt er nicht als Mausrad. Ah! Ich muss raus. So. Das sieht aber im See ganz schön schön aus. Ich will dahin, wo keiner sonst ist. Lass mich alle in Ruhe. Ich will doch mal das Spiel kennenlernen. Schießt mich mal nicht ab. Warum gibt es denn keine Noob-Server? Also prinzipiell sollte das Matchmaking mich einigermaßen mit Leuten zusammenwerfen, die vielleicht ungefähr auf meinem Level sind. Da hinten fliegt einer rum. Kommt hier auch zu farmen? Hier noch jemand her? I don't know. Schade, ich hätte so eine Kiste gefunden. Ich weiß nicht, wie häufig oder selten solche Kisten sind. Das ist nun eine dolle Kiste war. Sie hat golden geleuchtet. Kann das automatisch eigentlich aufsammeln, wenn man darüber läuft? Das wäre ja ganz hilfreich. Eine Pistole habe ich. Das war eben schon der bessere Start, ne? Was war auch ein Gefängnis. Auge des Sturms. Das ist dann wahrscheinlich das gleiche wie einfach. Hier jemand gehört? Weiß es nicht. Einfach mal kurz gucken. Was ist das denn? Wie lade ich nach mit R? Nicht genug Munition. Jetzt baller ich meine Munition und habe keine Munition zum Nachladen. Herzlichen Glückwunsch. Okay, eine Shotgun. Sieht aus wie eine Shotgun, oder? Ich finde, das sieht sehr shotgunig aus. Mag Shotguns eigentlich ganz gern. Die Steuerung ein kleines bisschen. Das muss alles mal einstellen. So. Ist hier jemand in der Nähe? Ich weiß es nicht. Hier sind wir reingekommen. Vielleicht sollte man die Türen immer wieder zumachen. Hier gibt es gar keine Tür. Die mich voll erschreckt, gerade die Viecher. Blöden Schmetterlinge. Es gibt, also das Mausrad ist genau verkehrt rum. Wenn ich jetzt. Da ist jemand. Können die sich gegenseitig abschießen?
Hast du die falsche Waffe noch? Die Sau. Die Sau. Also das macht mich jetzt schon fertig. Das merke ich jetzt schon. Dass das Maus hat genau verkehrt rum. Wer denkt sich das denn auch aus? Das ist doch für blöde. So, man kann hier, das steht ja auch da, Steuerung. Hier, Slot hoch, Mausrad runter. Wie wär's denn mit Slot hoch? Und Slot runter, Mausrad runter. Klingt ja irgendwie logischer. Geh mal weg. Würde ich sagen. Wäre so irgendwie naheliegend, ne? Man kann es aber witzigerweise nicht ändern. Oder so witzig ist es gar nicht, weil eigentlich, wenn ich jetzt hier Schnellleiste wechseln auf Q, dann drücke ich auf Q und dann merkt er sich das. Jetzt will ich halt einen Slot hoch machen und dann bewege ich das Mausrad hoch. Das merkt er aber nicht als... Dann denke ich sich, das ist ja keine Taste. Mausrad hoch. Ja, wie soll ich das denn einstellen, du Witzbold? Wie soll ich denn jetzt Mausrad hoch einstellen? Wenn das da nicht geht. Da gibt es bestimmt irgendwelche geilen Hinweise und zu lernen, aber... Ich bin noch gerade mir Sachen holen und Skins. Ich gucke erstmal, wie das Spiel ist, bevor ich mir irgendwelche Skins hole. Das machen wir schon alles noch. Aber erstmal ausprobieren. So, mal darüber fliegen jetzt hier. Kann dann den Fallschirm aufmachen, um möglichst weit zu gleiten. Vielleicht soll ich es auch mal machen. Hier folgen mich irgendwie andere Leute. Die wollen mir alle ans Leder, habe ich das Gefühl. Die wollen mir alle ans Leder. So, ein bisschen weiter vielleicht. Dadurch löchern sich schon Leute im Gewehr. Ich habe einen Raid. Na dann. Das ist ja der Wahnsinn. Ich will mich trotzdem erstmal hier um das Spiel kümmern. Sonst lernen wir das nie kennen. Was ist denn hier für ein japanischer Garten? Das sieht eigentlich ganz nett aus. Finden wir vielleicht ein altes Katana und damit machen wir alle platt. So, hier mal nach unten sacken. Geben Sie mir Waffen. Das sieht jetzt nicht ganz so mächtig aus. Da wird nicht auf mich geschossen, da bekämpfen sich zwei. Der hat schon Schilde gehabt. Habt ihr das gesehen? Mal gucken. Schilde. Was soll das denn? Warum sind die denn überall auf der Insel? Da würde man sich mal denken, jetzt geht doch halt da mal weg. Jetzt lasst mich doch da mal kurz üben. Dass ich auch weiß, wo ich da schießen kann. Stattdessen gammeln die da überall rum. Also, ich kann mir das Emote angucken. Nicht mal das kann ich. Gucken wir mal ganz kurz die Steuerung nochmal. WASD, Cursor-Modus, linke Alt-Taste. Ich will gar keinen Cursor springen. Feuer, zielen, nachladen, benutzen, das geht alles. Gebäude bearbeiten, aufrüsten, Gebäude drehen. Kann das nicht irgendwie locken?
Sprint einen ausschalten, das ist doch irgendwie besser. Ich will ja mal das ändern mit dem Gebäude, den linke Maus. Ja, ist die Springzeuer Ziel nachladen benutzen. Push Talk. Ducken, Battle Royale. Ich will mich lieber hier ducken. Und dann mache ich dieses Cursor-Modus mal hier. Automatisch laufen, am besten auch ausschalten. Meint das kleine XD-Girl, okay. Ist das besser? Guck mal, der soll mal nach vorne fliegen, da. Da ist das zu laut, oder was? Automatisch laufen mit Controller, das habe ich nicht. Turbobau, Vibrationshilfe. Ich spiele nicht mit Controller gerade. Kann ich trotzdem mal machen, keine Ahnung. Guck, kann ich hier die Stream-Sniper schon ausmachen? Ich bin irgendwie immer im gleichen Gebiet, kann das sein? Geh mal dahin, das, bei diesem Landhaus will doch bestimmt keiner hin. Wir sind doch alle ins Gefängnis aus der großen Stadt. Hier zu den paar Häusern, da hat doch keiner Bock drauf. Das können wir uns mal gönnen. Diese Spiele sind am Anfang so ein bisschen frustrierend, weil du nichts weißt. Ne? So, wie funktionieren die Waffen? Wo sind gute Spots? Wie funktioniert die Steuerung? Wo kommen die Leute her? Und. Man weiß ganz viele Sachen nicht. Und das gerade am Anfang kann das durchaus anstrengend sein. Warum hebe ich denn Sachen nicht automatisch auf, wenn ich überlaufe? Zumindest so. Gibt es hier irgendwie. Okay, ist eine grüne Waffe, die scheint stärker zu sein. Das ist doch die, die man auch von dem Bild kennt. Ist das eine Shotgun? Sieht aus wie Shotgun-Munition. Was ist denn für ein Sound eigentlich? Aus dem Fernseher oder was? Ach, guck, manche Sachen sammeln doch automatisch auf. Wie Munition. Sehr gut. Das Haus ist aber auch nur so mittelspannend, wenn ich das mal so sagen darf. Da wird es auch bestimmt wieder gefährlicher. Nur eine Shotgun ist ein bisschen lame, gerade für den. Für den Kampf auf mittlere Entfernung. Von weiter Entfernung wollen wir gar nicht sprechen. Riesige Pilze. Aha. Oh. Das haben wir doch vorhin gehört. Was sind die? Das war auch der Sound von uns. War gar nicht der Fernseher. Da ist eine Kiste. Die sind auch jetzt im Chat geschrieben. Oh, wie kann ich denn diesen Trank benutzen? Der gibt mir bestimmt von dem blauen Schildzeug was. Oh, Fuftsch. Ja, guck an. Und 100 Schild, ja, siehst du, Baby. Und ein Medkit. Achso, ja, jetzt wechselt er mit dem Slot oder was? Okay, das Slot-System ist ein bisschen ungewohnt. Das scheint ein Sniper-Rifle zu sein. Ja, oder zumindest ein Gewehr. Sniper ist vielleicht übertrieben. Ist doch schon wieder irgendwo was.
Kleiner Schildschrank. Nein! Ah, ist alles ein großer Schildschrank. Nee, schmeiße ich die Pistole weg. Und mich würde jetzt immer noch die Reihenfolge beim Waffen wechseln. Das ist genau verkehrt rum. Kommt es aus dem Schrank? Das ist wahrscheinlich irgendwo in der Nähe. Ich weiß nicht, wie weit der Sound immer geht. Goldkiste ist hier im Garten. Wie sieht's eigentlich mit dem... Wo bin ich denn? Bin ich einfach mal in der Mitte von meiner Karte oder wo bin ich? Kann mir eine Markierung setzen. Ich bin hier irgendwo. Oder bin ich jetzt hier? Keine Ahnung, wo ich bin. Retail Row. Ach nee, da bin ich. Ah, ich dachte, das wäre irgendeine Anzeige. Ah, das ist auch die kürzeste Linie. Okay. Drück I, dann kannst du die Reihenfolge ändern. Ah, danke. Ich will noch die goldene Kiste nochmal. Wo ist denn die? Man hört die immer. Hier draußen hört man sie nicht mehr. Oben. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich muss ja das Spiel jetzt mal kennenlernen. Hack. Ja, guck. Da ist die Sau. Sturmgewehr, Rucksack voll. Woher weiß ich denn, ob die besser ist? Ausgewechseltes Wechseln. Was habe ich denn für eine? Nee, das wollte ich nicht. Level 20 Schrotgewehr, Level 20 Jagdgewehr. Schildtrank dreimal. Ein schlechteres. Ah, das wollte ich nicht. Bandagen sind bestimmt auch wichtig. Was habe ich jetzt hier? Schildtrank, kleiner Schildtrank. Ja, dann tauschen wir den kleinen. Nein. Alles richtig gemacht. Wie immer. So, der Kreis wird kleiner. Deswegen müssen wir hier mal abhauen. Wie schön das aussieht. Oh, da kommt der Sturm. Oh oh. Renn! Gucken wir die 99, 98. Das geht ja einigermaßen. Jagdgewehr, aber es ist kein Sturmgewehr. Es ist halt wirklich. Lauf! Das tut doch auch alles weh. 83, 82. Autsch. Fünf Bandagen. Wie nutzen wir die denn? Ah, die haben wir nur bis 75% hochheilen. Okay. Und da ist der nächste. Au! Da hat ein Headshot gelandet. Und der baut Sachen. Das muss man, glaube ich, machen, wenn man das Spiel merkt, dass man sich die ganze Zeit so Sachen baut. Was hat denn der auf? Kann man eigentlich noch mehr? Gibt es Ausrüstung in dem Spiel noch neben den Schildtränken? Oder ist das alles jetzt praktisch dann nur, was der jetzt alles hat? Zum Gucken. Was
das sind nur Cosmetic Items. Der baut sich immer ein neues Hochhaus anscheinend. Da habe ich auch die falsche Waffe noch ausgewählt gehabt eben. Deswegen der erste mit dem Jagdschuss war jetzt nicht so ideal. Ich will mal kurz gucken, wie der es hier macht. Spielt man das Spiel so, indem man sich anscheinend einfach ein neues Level baut. Sagen wir, der Typ war doch schon hinter ihm. Ja, dem sein Turm ist auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Okay, wir haben jetzt ein paar neue Sachen kennengelernt. Und zwar die Map. Die Kisten. Das Bauen. Warum sehe ich eigentlich jetzt mal anders aus? Oh, das ist dafür nicht schlecht. Ich sah am Anfang genauso aus wie der Typ. Jetzt sehe ich anders aus. Warum? Ich weiß es nicht. Dieser Baumodus. Linke Maustaste bauen. Habe ich nicht Materialien? Wenn ich Materialien habe, kann ich Sachen bauen. Der Grey Fox grüßt mich von sich und seiner Freundin. Ja, dann Gruß zurück an dich und deine Freundin. Also ich wechsle immer zur falschen Waffe, das passiert mir jetzt noch. So, jetzt gehen wir mal. Da hinten ist ja das Gefängnis, da will ich nicht hin. Zum Gefängnis wollen bestimmt voll viele. Ich muss irgendwo hin, wo nicht so viel Action ist. Dass ich mal jetzt noch ein paar Sachen ausprobieren kann. Vielleicht oben auf das. Vielleicht auf diesen Berg. Guck, ich bin allein auf der Insel. Sonst ist keiner da. Damit kann ich leben. Das ist nicht so schlimm. Da, ich lande wieder hier bei der Farm. Ich bin so ein Farmer's Boy. Kann ich eigentlich wieder zumachen? Ah, ich kann mal mehrfach auf und zumachen, oder dann? Niedergeknüppelt. Bin ich in der Nähe? Ja, guck, ist keine da. Ich bin ganz allein. Passt. Keiner, der mir auf den Sack geht. So lobe ich mir das. Können alle schön zu Hause bleiben. Verzieht euch. Das ist meine Insel. Oh, eine blaue Waffe. Das ist der übliche MMO-Code. Nee, das wollte ich gar nicht. Was wollte ich? Das wollte ich. Level 20, Schrotflinte. Level 20, Sturmgewehr. Warum sind grün und blau das gleiche Level? Grün ist doch eigentlich gewöhnlich. Bin ziemlich am Rand des Kreises. Auch nicht allzu viel leer machen. Kann ich da gut rüberspringen? Ja, der kann gut hüpfen, der Dude. Kommt nicht wieder der Lärm her.
ist ja nicht aus der Hundehütte, das muss im oberen Stock sein. Und im Twitch hat eben schon geschrieben, dass die oft auf dem Dachboden sind. Taktische Schrotflinte. Was habe ich für eine? Irgendeine andere. Hatte ich nicht eh schon? Hier zweimal die gleiche? Kann ich auch hier lassen. Taktische Maschinenpistole. Ist doch alles Quatsch. Der Schildtrank war eben eigentlich ziemlich gut. Die sind immer Level 20. Aber die hat nur 2 Sterne. Wie wäre die andere? 3 Sterne. Schaden 70. Schaden 67. Nachladezeit. Ist ja kaum ein Unterschied. Die hat 2 Sterne. Die hat 70 Schaden statt 67. Das ist ja kein großer Unterschied. Salvensturmgewehr. Okay, jetzt gucken wir uns das mal kurz an. Was denn hier was? Schussrate ist höher. Irgendwie sind die... Das hat viel höhere Schussrate. Ist doch viel besser. Nur das schießt in Bursts vielleicht. Was macht der denn? Enthält 1% Saft, vielleicht Kondition und Schilde über Zeit. Kann ich es einfach... Sollte ich das jetzt nutzen? Dann kriege ich schon mal Schilde. Machen wir einfach mal. Ich spiele auf europäischen Servern. Gerade gefragt wurde. EU. Schadensfalle. Eine Falle eingesetzt, na dann. Die Uhr tickt. Sonne und oder bis jetzt der Mond bewegt sich ganz schön fix. Eben in der Scheune ist. Nicht so viel los zu sein. In den Stallungen. Das sind jetzt Baumaterialien. Die brauche ich dann, um den ganzen Quatsch zu machen, wie der Typ vorhin da auch gemacht hat. Oh, Kiste! Kleiner Schildtrank nehmen wir mit. Sturmgewehr. Da müsste auch mal dann... Naja, vielleicht auch nicht. Da steht aber nur, dass es halt einen Stern hat. Könnte ich irgendwelchen Shit bauen? Ich habe noch 3 Ressourcen. Muss das sein? Ist doch nicht hier der Bausimulator. Gibt es so ein paar Tipps? Grau, grün, blau, lila, gold. Okay, ist die Reihenfolge. Es gibt noch ein paar andere Tipps. Aber die kann ich wahrscheinlich jetzt nicht so schnell umsetzen. Ich muss jetzt wirklich erstmal die Grundlagen des Spiels sehen. Wir hatten das hier vernagelt. Da bin ich, da bewegt er sich hin, okay. Jetzt eh nur noch 30 Leute übrig. Am Ende gibt es wieder irgendwelche Taktiken, die ich jetzt dann überhaupt nicht schnalle. Das wird auch ganz super. Gerade dieser Quatsch mit dem Bauen. Da ist, glaube ich, jemand hinten gestorben. Kleines Schildlimit erreicht, na dann. Da vorhin mir das Handy geklingelt gerade. Kann man hier so reingehen? Kann man. Ich bleib einfach hier. Scheiß drauf.
Da haben wir Leute komische Sachen gebaut. Das schnalle ich halt noch gar nicht mit dem Bauen. Ich soll Holz farmen, um bauen zu können. Das mit dem Bauen schnalle ich noch gar nicht, wie ich da schnell hinwechsle und was ich bauen sollte. Jetzt bin ich halt gar nicht so gut bewaffnet hier schon. Bald mit wahrscheinlich sehr gut ausgerüsteten Leuten zusammen. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Nicht viel, ehrlich gesagt. Aus Entfernung, 134 Meter. Ja, ihr habt einen guten Schuss gelandet. Natürlich auch einer drin sitzen können und auf die Tür gucken, dann hätte er mich gleich erledigt. Meter. Oh, wie schön, wenn die Sonne hier aufgeht. Trotzdem zieht der Sturm auf. Können wir gucken, wie der nächste Top 20 Glückwunsch. Ja, mit Glückwunsch hat das nichts zu tun, dass ich irgendwas geleistet hier. Nichts habe ich geleistet. Nicht in jemand anders reingelaufen. Ist bestimmt das beste Haus jetzt. Ich traue mich gar nicht mehr raus. Das Wetter sieht schlimm aus. Das Wetter wird schlechter. Jetzt sitze ich hier und gleich kommen die Leute an mit, weiß ich nicht, mit ihrem Panzer und Laser Railgun. Und ich habe nichts. Kann mich nicht heilen. Ich will so auch nicht mehr raus. Das ist alles gelootet hier schon. Das ist alles schon kaputt gelootet. So, ich dachte, ich kann hier ein bisschen reinzoomen. Kann ich nicht. Kann man auf die Karte zoomen? Weiß ich nicht. Da war ein Loot-Drop, sagt jemand, ja. Aber wo? Ich habe es nicht gesehen. Meine Ausrüstung zu einem Loot-Drop zu laufen, ist super, wie ich hier in dem Haus sitze jetzt. Gut, dass ich jetzt so lange in dem Haus war und jetzt entscheide, woanders hinzugehen. Das ist nämlich jetzt der perfekte Zeitpunkt. Kein. Hat schon jemand irgendwie Quatsch gebaut, doch, oder? Das war doch nicht so. Hier ist doch schon Quatsch passiert, ich sag's euch. Ja, guckt, dieser Quatsch hier. Mod geschossen. Vielleicht sehe ich wenigstens mal was. Wenn ich schon nicht mitmache, vielleicht sehe ich wenigstens was. Die Fenster sind immerhin schön groß zum Rausgucken. Und zum Reingucken.
Ist der Nachteil. Soll man eine Falle platzieren? Was ist das für eine Falle? Bauen. Sah ich aus wie eine Stachelfalle. Was ist denn das für eine Falle? Ist doch keine Falle. Warum ist denn ein Dach über der Falle? Was ist das für eine Falle? Das ist ein Dach. Keine Falle. Das soll ein Stacheln sein, wenn er zur Tür reinkommt, dass er kaputt geht. Ist doch keine Falle. Ich campe mich hier schön in die Top 10. Ja, geil. Der Meisterlee. Oh, da ist einer. Der wird wahrscheinlich wesentlich bessere Waffen haben als ich. Das ist eine Tankstelle, die Schweinesau. Man kann das Video auch nachträglich auf YouTube gucken, ja. Ich habe das A draufgebaut, das Dach. Ach so, hä, warum habe ich das denn draufgebaut? Kann ich das wieder abreißen? Bearbeiten, bauen. Wie kann ich denn was löschen? Das Dach habe ich. Baue das Dach mit der Spitzhacke, das macht doch voll Lärm. Wir spielen immer noch in der Tankstelle. Schon auf Platz 8 hochgeskillt. Bald ist Bewegung angesagt. Kann ich hier nicht mehr abcampen in meiner geilen Butze. Dafür ist es eigentlich ein ganz nettes Haus, ist das Bad voll versifft. Muss ich mal mit dem Vermieter reden. Oder der Vermieter mit mir. Kann ich denn selber auf meine Falle laufen? Oder also kennt er seine eigene Falle oder tut meine Falle auch weh? Er müsste ja mit auskennen. Ich habe die ja selber gebaut. Also die Falle und ich, wir sind auf Du und Du. Die dürfte uns jetzt eigentlich gar nicht wehtun. Wäre meine Meinung. Das wäre ja meine Meinung zu der ganzen Geschichte. Das Problem ist, dass der nächste Kreis wahrscheinlich nicht mit so viel Glück einfach bei mir sein wird. Wie ist es mit der Falle? Sagt ihr gar nichts zu. Ich kann mal meine eigene Falle laufen, sagt Holzinger. Na, dann finde ich das gut. Ja, siehst du, wusste ich's doch. Ich kenne mich doch aus mit meiner Falle. Ich müsste die einpacken können. Mal gucken, wo gleich die Action geht. Die schieße ich ab. Fieser Marienkäfer. Wir warten einfach mal noch. Was baut der sich an für einen Turm? Jetzt ein Raketenwerfer. Was macht denn der da? Macht man das so? Wahrscheinlich. Bestimmt alles Profis. Der baut sich halt einen Turm. Ups, nein. Ah, ist immer was. Das hüpft halt nicht so. Ist der gerade in den Baum gehüpft? Der baut sich da hinten was. Ja,
Natürlich elendig viele Waffen, aber wahrscheinlich sniped er einfach den Spot. Schon auf Platz 7 hochgeskillt. So, jetzt gucken wir erstmal, wo dann gleich der nächste ist. In welche Richtung das geht, ist aber echt nicht mehr groß hier. Da. Als hätte ich es gewusst. Ich wechsle immer zur falschen Waffe, das ist ein bisschen irritierend. Au! Da habe ich das Fenster gesehen, die Schweinesau. Hä? Warum ist der Sound weg? Die alte Schweinesau. Jetzt guckt er sich meine Sachen an und denkt, was hat der denn für einen Scheiß? Häng ich an der Tischkante fest. Frechheit. Ich weiß auch nicht, was das für Tränke sind. Bestimmt ist der Trank voll gut, dieses dicke Fass, was der sich gerade genommen hat. Es müsste irgendwie unterschiedliche Slots geben für. Jetzt pfeift er sich erst an den Trank rein, wahrscheinlich. Das sieht man alles nicht so genau. Es müsste unterschiedliche Slots geben. Ich bin vorhin viel gelaufen. Schade an Gebäuden. Also, Gebäude hatten jetzt auch keine Chance. Interessante Falle, haben wir auch ein bisschen was lernen. Also mit den Tränken muss man auch mal schnallen. Ah, das steht direkt vor der Tür. Wow, der Headshot mit der Shotgun. Drei Stück sind noch übrig. Der trinkt ja bestimmt so einen Schildtrank, oder? Das ist irgendein super Trank, der dauert lange. Wie lange säuft er an dem Trank? Okay, 100. Der scheint gut zu sein. Der Trank. Ich
saugefährlich, sich dann heilen zu müssen, kurz vor Ladenschluss. Wie gesagt, das mit dem Bauen. Naja, jetzt gucken wir uns auch mal wenigstens kurz zu Ende. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen was lernen mal. Was lernen ist ja nicht verkehrt. Ich soll ein bisschen wissen, was da los ist. Ich soll den Shop machen. Na, guck an. Herzlichen Glückwunsch, Dude. Wenigstens der Typ, der mich getötet hat, hat dann das Spiel gewonnen oder so. Ah, ne, ich bin gar nicht bei Spunky. Level 3 sind wir hier. Wahnsinn. Warum habe ich diesen Dude? Gruppensucher will ich gar nicht. Mein Spind. Mein eigenes Banner. Spitzhacke. Engelgleiter. Ich habe noch da nichts raus freigeschaltet oder hinzugefügt. Nein, ich will keinen. Was? Weg. Gehen Sie weg. Kann man denn hier einfach Test bauen? Oder warum können die schon ihre Treppen bauen? Wo hat er denn das Materialien her, um jetzt einfach was zu bauen? Ich würde ganz gerne ein bisschen mit dem Bauen ausprobieren. Das wäre ganz cool, wenn das hier am Anfang einfach ein bisschen könnte. Eigentlich ist die Party im Bus immer ganz gut. Warum bleibe ich nicht einfach im Bus? Ja, haut ihr alle ab, ihr Deppen. Könnt da hinten schön ins Meer springen. Haut ab. Wie billig das auf der Minimap aussieht mit dem Bus. Ich will auf dem Berg da landen, das sieht cool aus. Ich bin voll die schlechte Location, ich will aber trotzdem hin. So. Ja, wenn ich ein bisschen, weil ich das ein bisschen ungeplant mache, gibt es da ein bisschen Quatsch. Im Chat. Damit können wir aber gerade mal überleben. Muss noch mal ein bisschen mit Mods ein paar Sachen machen und so. Dann gibt es auch nicht so viel Spinne. Warum man das immer macht, dass Leute so viel Zeit investieren, um woanders hinzugehen und Sachen zu spammen, als würde das wirklich irgendwas bringen. Nutzt lieber die Zeit und macht was Vernünftiges. Zum Beispiel gute Inhalte, dann kommen auch Leute auf euren Kanal. Nicht, ihr werdet nicht irgendwie plötzlich Leute auf eurem Kanal haben, weil ihr irgendwie eine Armbrust in anderen Kanälen irgendwie Sachen spammt. Glaube ich, das hat noch keinem geholfen. So. Ist in dem Koffer was? Nope. Jetzt für ein Dude mit der Matte hier, ist ja furchtbar. Sollen wir auf dem Dach landen, ist der Tipp, ja. Das könnte ganz hilfreich sein. Ne? Oh, schön. An so einem schönen sonnigen Tag kommt der Sturm. Wie ist das mit Fall Damage in dem Spiel? Hier slide ich herunter, gibt es erstmal kein Fall Damage. So elegant, wie ich darunter geslidet bin. Au! Depp. So ein Anfänger. Ich habe mir das so schön vorgemacht, wie man darunter slidet. Na, die Goldkisten sind jetzt nicht so häufig. Wie weit sind wir entfernt? Ach, geht so. Ach, geht so. Oh, hier. Beim Burger. Beim Burgermann gibt es auch bestimmt Knarren. Wie schießen die? Okay, eine kleine Ballistik. Da fährt schön leise, ne?
Kann man die gleich wieder fallen lassen? Nein, nicht die. Den anderen Scheiß, den ich halt ausgerüstet habe. Ich will doch hier irgendwo den... Das ist ja noch ein zweiten Stock, die Bürgerfiliale. Hat sie doch überhaupt nicht. Doch, hat sie. Kommt der Sound aus dem Keller? Haben wir noch? Es geht alles noch. Bau, mal hochbauen soll ich, ja? Stimmt. Das geht ja auch. Ja, guck an. Goldener Shit. Okay. Davon nehmen wir mal einen. Schaden machten die. 78 Schussrate ist halt Müll. Und ist halt leise. Ich glaube, wie funktioniert das? Ich skill die jetzt einfach alle mit meiner Armbrust weg. Easy. Was sind für Scheißwaffen? Dann finde ich mal so eine orangefarbene. Das ist natürlich eine geile Karre, die der hier hat. Weil ich kein Auto fahren. Hier wurde wieder Quatsch gebaut. Jemand war so vollgeladen, dass er hier geilen Shit hat liegen lassen, weil er halt irgendeine geile Waffe und Shotgun sonst gar nicht mitnehmen konnte. I don't know. Was kann ich denn so bauen? Holz habe ich gar nicht. Ich müsste wahrscheinlich erstmal hier mit dem Baum. Baumfällen. Nein! Wow, Knäppchen. Brichst ja ganz gleich die Beine der Spinne. Ja, guckt euch das an. Jagdgewehr. Das ist ganz witzig mit der Armbrust und so. Seien wir mal ehrlich. Hä? So. Das ist ein knisterndes Lagerfeuer. Ein bisschen Gas geben. Thank you.
So ein Profi brauche ich mir jetzt gleich eine Treppe, wenn ich da sonst nicht rüberkomme. Komm aber drüber. Sieht der Quatsch jetzt? Ja, ich muss doch jetzt irgendwie eine schräge. Klappt erst rein. Wenn mit seinem Bauplan dann da rumrennt. Wie ein Vorgesetzter. Na, schick sieht's schon wieder aus. Was ist das Jagdgewehr für Stats? 90. So scharfschützig ist es irgendwie, fühlt sich gar nicht an. Wenn man den blauen Kreis trifft, baut man schnell ab, wurde mir im Chat verraten. Na dann. Der erhöht das bestimmte Hot Shit. Da sage ich euch, da geht es jetzt richtig rund. Na guck. Trank. Wie kommst du nicht hoch oder was? Ein bisschen Mühe. Aber nur ein kleiner. Ja, irgendein Schlürfsaft. Was macht der Schlürfsaft? Wie viel Zeit gibt der mit Zeug? Wenn es runterrutschen ist, kann ich mir Treppen bauen, dann nehme ich keinen Schaden. Okay. Da oben eine gelootete Truhe im Dachboden. Oh, eine bessere Pumpgun. Nehme ich mit. Da kann man jetzt plötzlich nicht durch, oder was? Durch das Blätterwerk. Ich muss mich nicht mal genau andersrum anordnen, dann mache ich es wenigstens beim Wechseln nicht aus Versehen falsch.
Jetzt mache ich es doch wieder falsch. Das ist furchtbar, ich hasse das. Die Schweinesau war da hinten. Kam vom Bärsch. So, wo kam die Sau her? Wenn sie aber nicht mehr so schnell bewegen, dann könnte ich sie auch besser erschießen. Jetzt wird aber hier schon ganz schön kuschelig. Automatisches Scharfschützengewehr. Das klingt jetzt nicht so schlecht. Nein, falscher Knopf. Die Frage ist, wie weit kommt das hier ran? Bin ich nach hier geschützt? Könnte ich Leute in den Rücken schießen? Komm, stopp! 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 Ich höre natürlich nichts, weil das hier bzz, bzz macht die ganze Zeit. Renn! Guck, ob hier hinten jemand aus dem Sturm kommt. Nein, ich drücke was Falsches, furchtbar. Au! Ah, hi. Ja, der hat mich ganz gut gesehen. Er hat auch ordentlich einen Tarnanzug. Die Schweinesau. Alter, siehst du, mein geiles lila Gewehr braucht er nämlich gar nicht. Weil er nämlich ein besseres, der gute Mann. Er hat mich leider wahrscheinlich schon ein paar Sekündchen im Visier gehabt. Der Mr. Biggs. Es müsste so eine Killcam noch mal geben. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn man noch mal sehen könnte, wie der einen gekillt hat, wenn man so die letzten 10 Sekunden noch mal sieht. Jetzt probieren wir mal ein bisschen Waffen, ein bisschen Kampf aus. Wir gehen einfach am Anfang runter, wo richtig viel Action ist. Ja, man kriegt auch langsam so ein bisschen Gefühl dafür. So, nicht, dass ich jetzt irgendwie... Ich möchte nicht sein, der sieht ja furchtbar aus, der Typ. Kann ich bitte nicht dieser Typ sein? Funky Commando, ja. Kann ich bitte nicht dieser Typ sein? Ah, jetzt bin ich ein anderer. Ja, der ist besser. Ich muss mich am Ende einbauen, eine Treppe und Wände um mich herum. Da muss man sich, glaube ich, echt total erst dran gewöhnen, dass man sich dann das mit dem Bauen... dass das irgendwie sinnvoll ist. Dass man halt die Umgebung sich selber gestaltet. Das ist natürlich in anderen Spielen wie PUBG komplett anders. Ah, okay.
Mit Reifen dran hüpfen, das schon eben im Twitch-Chat schon. Wie geht denn das am besten? Komme ich denn aufs Dach mit dem Reifenstapel? Das muss auch irgendwie gehen. Einfach gegenlaufen. Das kann man nicht kaputt machen. Wie baue ich mir das denn hier hin? Nicht genug Holz. Schade, unser Bang-Bass nicht. Ach da, okay. Was ist hier denn los? Alle in den Partybus, Jungs! Tilted Towers soll mal ordentlich Action sein. Wir sind auch schnell tot mit ordentlich Action. Wäre meine Vermutung. Da machen wir es doch nicht lange. Na dann. Ordentlich Action bei den Tilted Towers. Sieht ein bisschen aus wie mein Let's Play Palast am schönen See. Als ob die Tilted Towers sind sie, ja. Jetzt auf dem Dach landen. Da landet hinten schon ein anderer auf dem Dach. Auf dem Dach will ich jetzt nicht mehr landen. Ah, moin. Hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das mache ich nochmal. Das war gut. Das hat mir gut gefallen. Das war jetzt genau mein Ding. Ich glaube, das probieren wir es nochmal, weil das... Hat mich ganz gut geschlagen. Fand ich jetzt schon nicht so schlecht. Was ist denn hier? Aufklärungsspezialist. Nein, wahre Liebe. Ah, geht alles nicht. Doch, hat sich gelohnt. Mach ich nochmal. War gut. Macht man seine Emotes überhaupt? Hallo. Unhöflich bist du denn? Wenn du mit mir reden möchtest, kannst du einfach vorbeikommen. Hier mal ein bisschen Waffen ausprobieren. Taktische Maschine. Ein Sturmgewehr. So stürmig fühlt sich das gar nicht an. Mit B macht man das Emote. Was? Auf Cooldown? Kann ich mal von vorne angucken. Die Frisur ist furchtbar. Ich kann leider nicht reinzoomen auf die Karte. Wir gucken einfach mal, was interessant aussieht hier so. Ich möchte an den See. Da haben schon die Tilted Towers. Spring mal raus. Wo möchte denn? So groß ist die Insel auch gar nicht, wenn man sie von oben anschaut. Hier aber in die Stadt irgendwo. Irgendwas. Der Ben ist sogar da, sehe ich gerade. Na dann, hi Ben. Hier sind die ein oder anderen.
Vielleicht nicht direkt da. Also ich gehe dann schon nicht für ein bisschen Action, aber vielleicht nicht übertreiben. Vielleicht erstmal hier kurz vorbeigucken. Renn! Kleines Schweinchen. Renn! Schon mal irgendwas. Eine Shotgun. Na, Schotze lebt es sich doch erstmal gleich viel entspannter. Und irgendein Gewehr für mittlere Entfernung vielleicht. Schöner Trailerpark hier, Boys. Im Trailerpark liegen gar nicht die dicken Schätze rum. Erstmal schön den Schildschrank reinziehen. Ob ich auch mit Zuschauern spiele, weiß ich noch nicht. Ich spiele erstmal jetzt, ich probiere es einfach mal aus, weil ich irgendwie mal Lust hatte. Und eine epische Sprungfläche. Ich habe ein Trampolin gefunden jetzt dann. Ich spiele erst ein bisschen und gucke dann mal weiter. So, erstmal das Spiel kennenlernen, bevor ich irgendwas anders plane. Gehen wir nochmal zu. Kann ich das hier wegmachen, die Markierung? Ja. Retail Row, da war vorhin Action. Was liegt da denn zum Beispiel? Wenn man halt ein paar Sekunden zu spät kommt zur Action, dann ist das Problem, dass die anderen Shotguns haben und du hast eine Spitzhacke. Und mit einer Spitzhacke zum Shotgun-Fight kommen, ist nicht die beste Idee. Ist ja nur Shit. Ich will doch keine Pistole. Okay, die schießt so. Das war keine gute Idee. Ich dachte, die hat ein bisschen mehr Einzelschuss. Der Schuss hat mal gesessen. Das würde ich mal ganz gerne noch mal sehen. Jetzt wirft er alles wieder weg. Spieler melden. Das war eindeutig gescheatet. Der Spieler wird gemeldet. Man kann natürlich ein bisschen um die Ecke gucken mit Third Person. Ich hatte gehofft, dass er nicht an der Tür vorbeigucken kann. Ich kann ein zweites Emote festlegen. Schon wieder vorbei. Warum geht der Baum nicht kaputt? What kind of fuckery is this? Das geht jetzt nicht, oder wie? Und da geht der Bang Bus fett gleich schon ab. So. Ein bisschen seltsame Klientel, was manchmal so dazu kommt bei solchen Spielen. Shitty Chefs! Da fahren wir hin. Raus. Raus da. Hier, Shitty. Das sind bestimmt gar nicht die Shitty. Das sind ja die Tilted Towers. So, das geht jetzt überhaupt nicht schief. Okay. Ja, doch schief, weil da Leute unter mir sind. Na, schafft ihr es vielleicht nicht aufs Dach?
Ja, easy. Nachladen. Ich habe mir gerade die ganze Bude auseinandergenommen hier. Da hinten liegt noch irgendwas Blaues. Ah, zu weit. Nein! Da wollte ich ihn gerade, die alte Kacksau. Ja, du mit deinem Helm. Okay, das ist wahrscheinlich eine ganz gute Taktik, immer sich einzumauern und sich dann zu verarzten. Also das mit dem Bauen geht mir halt noch total ab. Schon mal ein Spiel suchen können, während man hier noch zuguckt. Ja, der macht sich jetzt mal Notizen jetzt so. Ja, schreibt in sein Tagebuch. Was? Eine Tür? So weit kommt's noch. Der baut einfach eine Tür. Er hat sich Notizen gemacht. Da bin ich nach rechts gegangen. Liebes Tagebuch. Ja, Wahnsinn. Ein Gegenstand wurde freigeschaltet. Ich kann ja gar nicht mehr geradeaus gucken. Vor Freude. Kurz das Gucken hier. So, kurz das Verschieben. Zurück zum Spiel. Jetzt wieder mit dem Stift immer sitzen. Das könnte ich jetzt so machen. Aber man kann jetzt verschiedene Materialien bauen dann. In verschiedenen geil. Ich baue mir schon die Stahltreppe. Jetzt haben wir so ein bisschen. Einfach ein bisschen Shit zu machen hier. Man überlebt natürlich länger, wenn man nicht am Anfang gleich in das heiß umkämpfte Viertel springt. Aber so kriegt man ein bisschen besseres Gefühl für die Waffen mal und so. Also hier unten, hier sehe ich eine goldene Zukunft. Das ist nicht sogar eine goldene Truhe da? Ja, das ist meine Baby. Da ist jetzt alles drin, was ich hier brauche. Wo ist das Schwein? Wenn er hochgeht und lootet, schieße ich ihn kaputt. Headshot mit der Glock. So, Baby. Headshot mit der Glock.
bisschen die Oldschool-Sprüche hier rausholen. Wie ist denn der hochgekommen so schnell? Was habe ich überhaupt für ein Zeug? Impulsgranate. Wie viel Schaden macht denn so eine Pistole? 75, gut, wenn man damit trifft. Ist halt mal Schluss mit lustig. Ich will jetzt mal hoch. Das macht hier schön ein paar Notizen, Dude. Ah, nice, ein Sturmgewehr. Schallgedämpfte Maschinenpistole. Whatever you say. Ich brauche ein bisschen Ressourcen. Wow, wow, wow! Da war das Problem mit dem Waffenwechseln. Ich wusste genau, ich musste kurz nachdenken, weil ich dachte, ich wechsle jetzt zu der Waffe. Nein, wechsle ich zu der Waffe. Dass ich das nicht umstellen kann, das macht mich fertig. Das kann ja nicht so schwer, das kann ja nicht so schwer sein, da, das umzustellen. Kann, weiß das jemand von euch? Mann, setz die Matte ab! Kein Wunder, dass ich verliere. Mit der Matte hätte ich auch keinen Bock. Wo mache ich denn mir eine neue Frisur? Kills 0 stimmt übrigens überhaupt nicht. Ist ja wohl eine Frechheit. Mal updaten hier bitte. Was wollte ich sagen? Achso, das macht mich fertig halt. Ja, guck, da sehen wir doch wieder vernünftiger aus jetzt als dieser mit der Fukuhila. Du bist ja bescheuert von. Hier, also das muss doch gehen mit der Steuerung. Wie wechsle ich das denn? Mausrad hoch oder wie weise ich denn Mausrad zu? Das macht mich irre. Ich will das genau umgekehrt haben. Ich mache das jedes Mal falsch. Mausrad hoch, Mausrad runter. Das muss doch irgendwie gehen. Der Manfred. Der Seidelhurfer Manfred. Ja, danke. Und hi. Und danke für den Gruß. Also das hier, das ist das Tastenbelegung fürs... Mausrad vielleicht? Wie wär's? Ja, Mausrad. Ah. Das ist das Dümmste, was mir jetzt passiert ist. Ich hasse das Spiel. Na, das finde ich so ganz komisch. Dafür mache ich deine Mauer kaputt. Ich kann zwar nichts in dem Spiel, aber ich kann eure Mauern kaputt machen. So, Deppen. Da tanzen wir doch mit. Klickt drauf und scrollen die Richtung, ja. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Wie du vielleicht gesehen hast, scrollt dann aber einfach nur das Menü hoch und runter. Und auf keinen Fall nimmt er einfach die Taste an, leider. Was haben wir hier noch? Junk. Vielleicht vom Namen eher was nehmen. Da hinten bei der Brücke. Auf dem Turm waren wir schon mal. Vielleicht da so. Nicht das da, wo ich gerade eben war? Nee. Also diese Burgerbude. Doch, da war ich da gerade eben. Das war genau die Ecke, wo ich gerade war. Ja genau, haben den Headshot mit der Glock gemacht. Das war nicht so schlecht. Der Anfang zumindest. Das machen wir dann. Das ist eine Aufnahme, das ist überhaupt nicht live. Das hat auch genau das gleiche da eben schon gemacht. Alles gescriptet hier.
Oh, ein bisschen fucking Holz. Hast du halt gar nicht gedacht, was an das kleine XD-Girl? Achso. Freut mich, dass du, ups, dass du hier bist. Metall! Ich werde einfach so ein Ressourcensammler. Ich mache bei diesem ganzen Kriegsquatsch nicht mit. Ich baue mir hier einfach so Zeug. Was ist der ganze Kriegskram? Soll mir halt gestohlen bleiben. Das muss nicht immer alles über mit Gewalt. Ich sammle Ressourcen und baue was Schönes. Sollen die Leute gefälligst auch respektieren. Ich habe das eigentlich automatisch aufgesammelt, wenn ich Platz habe. Epischer Schlürfsaft. Verpiss yourself. Na, bring it, dude. Nein, nicht. Mit dem Aufsammeln checke ich auch alles nicht. Ne, stopp. Erstmal verbinden. Bis 50 geht das bestimmt. Müssen wir wahrscheinlich währenddessen am besten. Ah, ne, geht die Tür. Nein. Okay, was haben wir jetzt hier? Irgend so ein Sturmgewehr. Taktische Schrotflinte. Schwere Patronen. Das hatte ich so gedacht, der feine Herr. So, wie weit muss man laufen? Geht. Hinten Kram. Und Kram nehme ich mit. Bestimmt super Kram. Renn, Mädchen. Das Wetter wird schlecht. Jetzt gerade die Karte lesen, ist eine schlechte Entscheidung. Au. Da war der, zwischen den Bäumen. Die alte Kacksau. Mit dem Scharfschützengewehr. Dass der sich nicht schämt. War gar nicht so blöd zu gucken. Das ist jetzt alles zu fein, nämlich, ne? Ja, brauche ich glaube ich noch ein bisschen, um in das Spiel reinzukommen. Den Baum kann ich nicht kaputt machen, oder? Sauerei. Kann man überhaupt irgendwas kaputt machen?
Da auch Sachen kaputt machen. Eine Bangbus startet schon wieder. Schnell. Ich gehe ja gleich mal hier vorne. Was ist denn das? Flush Factory. Das klingt doch super. Flush Factory, raus da! Gib Gas! Ups, das wollte ich nicht. So, wir sollen auf dem Dach landen. Und uns dann gleich durchbuddeln. Komm, du hast doch gute Knie. Mach einfach klapp zusammen, das Scheißding. Lass los. '98, Respekt. Ich hätte noch ein bisschen schneller sein können, hätte ich vielleicht die 100 geschafft. Knapp daneben. Tja. Beinahe die 100 geschafft. Einmal im Leben die 100 schaffen. Das ging ein bisschen steil nach unten da anscheinend. Ups. Ja, guck, der sieht auch ein bisschen aus wie ich jetzt hier. Der ist auch gelb. Sehr gut. Ja. Tja, ja, darauf erstmal einen Saft. Darauf gönne ich mir erstmal einen Saft. Was ist denn, wer baut denn so ein Haus? Aha, du mit deiner Fukuhila, wie siehst du denn aus? Also habe ich meine Moves drauf. Ich habe meine Standard-Moves drauf, ist ein bisschen peinlich. Klatschen. Was ist mit unserem Bangbus los? Haben wir noch keine Gäste gefunden? Achso, geht doch. Vielleicht Snobby Shores? Ich mache auch so ein bisschen erkunden einfach, weißt du? Man muss auch ein bisschen was zeigen. So. Da könnte ich aber auch wohnen, ehrlich gesagt. Das sieht ganz nett aus da. Da sind schon andere. Komm, lande. Ich will nicht in der Luft erschossen werden. War doch ein Saft. Das sind beides Scharfschützengewehre, das tue ich jetzt hin. Nahkampf nicht so ideal. Oh, da höre ich doch was. Oh oh.
Da ist schon jemand. Und ich habe die falsche Waffe. Für den Nahkampf. Wo ist die Sau? Bin schon jahrelang weg jetzt. Auf mich geschossen. Nun ist keine Einschläge in meiner Nähe. Ist einer gestorben. Man sieht doch den Loot im Wohnzimmer. Habe ich nicht auch mal geschossen? Das aber stimmt. Er liegt nur Schaden. Und dann hat ein Gebäude euch fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich ihm zugucke. Ja. So. Eine Runde probieren wir noch. Tja, das war nicht so gute Waffen. Ich probiere einfach noch ein paar Sachen aus, weil gefragt wird, warum ich jetzt manchmal auf Twitch streame und nicht auf YouTube. Ich probiere einfach mal und gucke, probiere ein paar Sachen aus. Ne? Aber nicht jetzt, muss nicht zu viel beimessen. So. Gerade bei Spielen, die ich noch nicht gespielt habe und nicht auf YouTube auch noch nicht habe oder so, dann mache ich einfach mal einen Test. Einen Test mache ich einfach mal. Von daher. Ich habe da ja keine. Im Prinzip ist es mittelfristig ja sowas egal. Es geht ja darum, dass man ein bisschen guckt, wo Leute zugucken, wo ihr Lust drauf habt und so. Ich baue mir einfach einen Boden jetzt. Ich baue mir so schön, ich fließe mir hier mal die Terrasse. So. Haben jetzt hier schön die Terrasse gefliest. Mit Naturstein. Haben sie ein bisschen schön gemacht. Terrakotta auch. Hör mal auf, hallo. Ich muss hier gerade noch verfugen. Ben fragt nach meinem Eindruck von Fortnite. Ja, habe ich noch, kann ich nicht so richtig. Das mit dem Bauen überfordert am Anfang. Das kann ich schon mal sagen. Moisty Mire. Ich gehe mal in den Sumpf. Das mit dem Bauen überfordert am Anfang so ein bisschen, dass man das auch noch machen muss. Ansonsten ist es jetzt ähnlich wie halt PUBG tatsächlich so von der Idee her. Wirkt natürlich ein bisschen freundlicher mit der Grafik. Da ist schon wieder so ein Schwein. Das sind alle Schweine, ich sag's euch. Ja, wir wollen ja ein bisschen kämpfen, trotzdem.
Die hören mich hier genauso laut rumstiefeln, wie ich sie höre. So, was hat der denn hier? What the fuck? Den Minigun gehabt und eine voll legendäre Handkanone. Den mich nicht einmal getroffen. Nein, hat aber auch. So. 108 Schuss, nicht so wahnsinnig viel. Ein bisschen gucken. Die sind eigentlich ganz geil. Wo ist jetzt dieser scheiß Sound? Wo kommt der jetzt her? Das ist im Keller oder was? Jetzt mal Kinders, wo kommt denn der Sound her? Da! Ich auch vorne zur Tür reingehen können. Aber so weit kommt es noch. Kann ich denn zwei Medkits haben? Sie stacken? Ja. Salben, Sturmgewehr. Nee, nix da. Ich habe die Knarre für weite Entfernung, für nahe Entfernung und das einfach als Allzweckwaffe. Relativ langsam damit. Legendär. Sollten wir uns mal ein bisschen gucken, dass wir vielleicht etwas Gas geben. Wo es geht noch? Kleiner Ausbruchsversuch hier. Rennmädchen! Wo geht's lang? Gucken, was hier noch so war. Schönes hier. Aber ich finde den Grafikstil sehr schön. Und es läuft halt butterweich. So, echt PUBG. Ich hatte noch. Ich habe es ein bisschen besser getroffen, bei mir lief es eigentlich echt ganz okay und nie größere Probleme gehabt, aber das ist trotzdem noch was ganz anderes, wie flüssig halt Fortnite läuft. Im Vergleich zu PUBG. Natürlich auch am Grafikstil, weil sowas halt so ein Comic-Stil einfacher zu machen ist, aber am Ende ist es halt einfach schöner. Sollte da mal nachladen, wurde von euch gewünscht. Sicherlich nicht so verkehrt. Das ist so ein Schwachsinn.
Pump dich voll, Mädchen. Sauber. Moisty Meyer. Das Feuchtgebiet hat uns gut getan. So. Nun ja. Jetzt auch jemand oben auf dem Berg und schießt mir gleich in den Rücken. Das sehe ich doch schon kaum. Was haben die eigentlich für Werte? 78, 16, aber. Okay. Gute Schussfrequenz. Gleich weiter in den Shitty Shafts vorbei. Nicht, dass mir in den Rücken fällt. Schön, könnte ich auch ein bisschen campen. Ich muss jetzt ja auch nicht kämpfen. Vor allem, ich weiß ja nicht, woher das Wetter weiß, dass dann einer am Ende noch übrig ist, aber wie ist denn das so dann? Ich meine, der Sturm hört ja nicht auf. Das bringt dem Letzten dann ja auch nichts, wenn er als Letztes im Sturm stirbt. Hat er jetzt ja auch nichts von, auch nicht viel gewonnen. War jetzt von Anfang an nicht so aussichtsreich, aber mein Gott, kann es ja mal probieren. Kostet mich nur eine Kugel. So, jetzt ein Scharfschützengewehr wäre was. Könnten wir mal einen absammeln. Könnte ich das auch mal machen. Jetzt habe ich natürlich keins. Ich habe nur, wenn ich im Nahkampf bin, ein Scharfschützengewehr. Ich renne jetzt einfach hinterher. Bis ich dich erwischt, du Schwein. Was genau, was du getan hast. Ich sehe noch jemand drin ist. Gucken, ob von hinten Leute kommen. Ah! In eine Falle gelaufen, das war's nur. Mann, hat er mich voll erschrocken. Die alte Kacksau.
So. Unglaublich. Au. Ach so. Da war ja was. Warum hat das dann gleich so weh diesmal? Diesmal hat es mich. Diesmal hat mich erwischt. Ja, genau du. Mit so einer Billigfalle. Ich dachte, ist die nicht irgendwann vorbei? Oder kann ich nicht schnell durchlaufen? Anscheinend nicht. Skandal, Frechheit, Schiebung. Lug und Trug. Damit machen wir noch eine letzte Runde jetzt. Ist ganz witzig, aber ich dachte, da muss ich mich erstmal ein bisschen einfinden. Wenn wir beim ersten Mal nicht gleich 10 Stunden spielen. Aber lustig ist es schon. So vom Spielgefühl schon. Ja, wo das. Man hat schon ein anderes Spielgefühl als PUBG. Bin ich gar nicht ganz sicher. Kann auch nicht sagen, was ich, ob ich das besser finde oder schlechter insgesamt. Ich mag das ganz gerne. Das ist ganz cool. Wie gesagt, mit dem Bauen, das ist schon so eine Sache, wo man erstmal reinkommen muss. Man kennt die Insel jetzt natürlich noch gar nicht. Ein bisschen das Gefühl. Also wenn er hier auch mal nicht trocken. Wenn man hier mir den Schaden anzeigen würde, dass man sehen könnte, wie gut ich ihn getroffen habe oder auch nicht. Nein, heb's doch auf! Ach, hat er. So, was mit dem Bang Bus hier? Warum fällt er denn nicht ab? Vernünftige Waffen. Anarchy Acres. Tomato Town. Was ist denn mit Tomato Town los? Wie sind die denn drauf? Tomato Town sieht gut aus. Geil, ich habe Munition angesammelt. Schwierig. Wir haben alle Schusswaffen. Der auch nicht. Rennen, Dude. Eine Lampe, schade. Granate. Ist denn sowas ausgedacht? Das war jetzt so mittel erfolgreich, dieser Start. Jetzt alle gegenseitig zu Tomatensaft verarbeitet. Lebt da noch jemand?
taktische Maschinenpistole. Muss mal kurz gucken, was ich da überhaupt eingesammelt habe. Was für Nachrichten aufs Handy eigentlich? Da, Warenhäuser. Rennen. Der Maschinenpistole durchsiebt. Voller Einkaufswagen. Mit nur Scheiße drin. Das war ja alles nur Schrott. Das ist eine goldene Kiste. Wollt ihr mich verarschen? Müsste hier gleich Sachen fallen lassen können. Boogie-Bombe. Man kann sich den Stream danach nochmal anschauen, ja, das kann man. Oder ist eine. Die Pistolen sind eigentlich ganz schön geil. Noch ein zweites Mal getroffen, wäre weg gewesen. Der Kollege. Das ist das feige Schwein. In seiner trostlosen Hütte. Und denkt über sein Leben nach. Was er alles falsch gemacht hat, weil er genau weiß, dass sein Richter jetzt gekommen ist. Ist nämlich Schluss mit lustig. Nein, ich bin da fest. Die haben sich ein bisschen gegenseitig beschossen. Ich weiß nicht, ob der schon gemerkt hat, dass ich auch noch da bin. Muss eigentlich wie anderen machen, mich immer einmauern. Da bin ich zu doof für, leider. Nein! Mir wird sie Schaden gemacht. Die miese Sau. Okay, das ist Wiederbelebungen, gesammelte Medaillen, Schaden am Spiel 94. Ja, einmal um die 54 und einmal 40 an ihr jetzt. Wenigstens nochmal meine Granaten nutzen sollen. Tot.
Naja, das war auch mal ganz witzig, so als erster Versuch. Tatsächlich hatte ich bei PUBG mehr Erfolg am Anfang. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich glaube, vielleicht mit dem realistischeren Setting, ohne das Bauen, dass man da irgendwie leichter reinkommt. Ich hätte gedacht, dass man bei Fortnite im Vergleich zu PUBG leichter reinkommt. Durch den Comic-Stil wirkt das halt zugänglicher. Allerdings hat das eine ganz schöne. Da ist irgendwie auch noch mal andere Sachen. Ich hätte wenigstens noch das. Diese Disco-Kugelbombe benutzen sollen. Oh, da haben sich gegenseitig erschossen. Da haben sich schön gegenseitig erschossen. Hat da noch was rausgeholt. Nun gut. Dann, bei PUBG mache ich auch so eine Pause. Ich glaube, ich spiele noch eine Runde Dota. Das ist halt entspannt, so im Vergleich. Das ist immer das Gute, wenn man halt Spiele einfach so ein paar Mal gespielt hat. Dann kann man die so ganz entspannt vor sich hinspielen. Sowas wie Fortnite jetzt. Das ist, so blöd das klingt, so ein bisschen anstrengend. Man muss sich konzentrieren und man findet Sachen. Dann erkennt man die nicht sofort. Und dann, wie schießt das jetzt wohl? Welche Schussrate oder Frequenz hat das? Und dann kennt man die Map nicht. Das, man muss sehr konzentriert sein, gerade am Anfang. Wenn man es natürlich später auch gut spielt und dann in ja, schwierige Situationen kommt, muss man natürlich auch konzentriert sein. Aber es ist eine andere Art von Konzentration. Wenn der hier so immer rumwackelt, dieses seitlich hüpfen und sich umgucken dabei. Das ist, glaube ich, so Bewegungsmuster, die man irgendwann ein bisschen drin hat. Ich fand es auf jeden Fall mal ganz lustig. Und werde mir das schon nochmal anschauen. War schon ganz cool. Deswegen erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich nochmal Fortnite ausprobiere. Oder ihr seid beim anderen Spiel dabei. Dota werde ich jetzt nochmal auf Twitch spielen und andere Sachen spiele ich ja auch ständig. Von daher erstmal danke und tschüss und bis zum nächsten Mal.